Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Chicken Teriyaki mal wieder im Opti-Grill mit Snacking und Baking vorstellen. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Es liegt alles bereit an Zutaten für mein Chicken Teriyaki. Heute mal wieder im Opti-Grill. Natürlich könnt ihr es auch in der Pfanne machen, keine Frage, aber der Opti-Grill bietet sich mal wieder an. Also, Chicken Teriyaki, was brauchen wir? Ja, klar, Chicken. Ich habe hier Hühnerbrustfilet genommen. Das habe ich schon mal in kleine Stücke, in mundgerechte Stücke geschnitten. So groß, dass sie eben noch mit Stäbchen zu essen sind oder mit einer Gabel eben. Dann brauchen wir für die Einlage sozusagen, wir werden das Hühnchen nämlich gleich ein bisschen einlegen, alles hier auf der linken Seite. Diese beiden Sachen brauchen wir erst später. Wir brauchen für die Einlage, die wir auch dann als Soße verwenden werden, Orangensaft hier. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Dann brauchen wir ein bisschen Chili hier für die Schärfe. Wir brauchen Sojasauce. Wir brauchen Ingwer gerieben. Ein Teelöffel ungefähr, ein Esslöffel ungefähr. Und hier habe ich mal, weil ich keinen Honig mehr hatte, Agavendicksaft genommen. Ihr könnt Honig nehmen, ihr könnt auch Ahornsirup nehmen, aber das geht ganz gut. Dann habe ich hier Zitronensaft von einer großen Zitrone. Ich habe hier Knoblauchgranulat, weil ich finde, dass das in Laken, in Einlagen immer sich besser verteilt als frische Knoblauchzehen. Dann habe ich hier Sesam. Ach, der wird eigentlich auch darüber. Den brauchen wir erst zum Schluss zum Garnieren und ein bisschen Öl zum Anbraten. Ja, was fehlt noch? Frühlingszwiebeln nehmen wir hinterher zum Garnieren oben so ein bisschen drauf, als kleine Abwechslung oben zum Farbunterschied auch und auch für den Geschmack. Und wir nehmen ein bisschen Maisstärke hier, weil wir die vielleicht brauchen, um das noch anzudicken. Schauen wir mal. Das Ganze serviere ich dann mit Nudeln hier. Ich bin nicht so ein Reisfan und das passt eigentlich sehr super. Und dann haben wir, glaube ich, alles einmal angesprochen und können loslegen. So, ich nehme jetzt hier eine verschließbare Box. Ich habe hier Lock and Lock in dem Tupper oder was auch immer ihr habt, wo wir das Hühnchen gleich einlegen können. Und dazu mische ich zunächst mal die ganzen flüssigen Zutaten, die wir brauchen. Den Orangensaft. Und dann kommt der Agavendicksaft dazu oder Honig, was ihr nehmt, oder Ahornsirup. Die Sojasauce. Nehmt nicht zu viel Sojasauce, denn nachher reduziert das Ganze und dann wird die Sojasauce sehr intensiv und vor allem sehr salzig. Also lieber etwas weniger als zu viel. Es soll frisch schmecken und mit einem Hauch Soja, aber nicht zu salzig. Dann kommt der geriebene Ingwer dazu. Mein Knoblauchgranulat. Dann kommen die Chiliflocken dazu und der Zitronensaft. So. Hier das Ganze ein bisschen mal. So, und ihr seht, jetzt haben wir noch über. Die Frühlingszwiebeln, die nehmen wir nachher zum Garnieren. Maisstärke brauchen wir auch erst später. Die Sesamkörner auch. Und das Öl brauchen wir gleich zum Anbraten. Das war's. Ja, was fehlt? Natürlich das Fleisch. Das heißt, wir geben jetzt noch unser Fleisch in die Box. Und rühren das Ganze noch ein bisschen durch. Und ihr seht schon von der Flüssigkeit her, die Menge sollte eigentlich reichen. Ah, das ist, glaube ich, genug, auch hinterher, um noch Soße zu haben. Schauen wir gleich. Und jetzt lasse ich das Hühnchen mindestens eine Stunde im Kühlschrank marinieren, damit die Gewürze auch richtig einziehen könnten, das Fleisch, die Zitrone auch und Ingwer und so weiter, damit wir auch wirklich das Aroma im Fleisch haben. Und nach einer Stunde sehen wir uns wieder am Opti-Grill. So, ihr habt es gehört, der Opti-Grill hat sich gemeldet. Ich habe eingesetzt jetzt Snacking und Baking, die brauchen wir jetzt ja. Ne? Die ist jetzt heiß genug, bei mir immer 6 Minuten. Und mein Fleisch habe ich auch schon rausgeholt. Das habe ich ein bisschen ausgedrückt, damit es eben trocken ist, nicht ganz so feucht.
Die Lake, in der wir das eingelegt haben, habe ich aufgehoben, weil wir die gleich brauchen für die Soße noch. Und jetzt geben wir erstmal ein bisschen Öl in die heiße Pfanne und dann können wir das Fleisch reingeben. So. Wie immer mischen wir jetzt das Fleisch nur ein bisschen mit dem Öl, damit es sich schön verteilt. Oh, das riecht schon wunderbar. Schon ganz frisch zitronig nach Ingwer und nach Soja. So, wir verteilen jetzt ein bisschen und machen mal 5 Minuten, dann wende ich einmal. Viel länger braucht es auf keinen Fall und dann machen wir weiter. So, 5 Minuten sind um und ihr seht, das Fleisch hat wahrscheinlich noch ein bisschen viel Flüssigkeit gehabt. Nächstes Mal lasse ich es mal ein bisschen länger austrocknen, aber es ist natürlich durch. Und es riecht auch schon wirklich gut. Ich lasse es jetzt noch mal so höchstens 5 Minuten hier bei der höchsten Stufe braten und dann ist es auch schon soweit. So, weitere 3 Minuten und ihr seht, das Fleisch ist auf jeden Fall durch und ich nehme es jetzt mal raus, denn wir wollen jetzt die Soße machen. Das Fleisch ist sowieso schon durch. So. So, und jetzt geben wir die Lake vom Einlegen in den Opti-Grill und lassen das gleich aufkochen und geben auch schon mal die Maisstärke, die ich hier mit ein bisschen Wasser gemischt habe, dazu. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen andicken. 5 Minuten. Höchstens. Und dann schauen wir wieder. So, weitere gut 3 Minuten später können wir ausmachen. Und ihr seht, ah, herrlich. Ne? Die Soße ist jetzt richtig schön eingedickt hier. Die hat jetzt genau die richtige Konsistenz. Wunderbar. So soll das sein. Und jetzt können wir unser Fleisch wieder zurückgeben. Wir brauchen das nur noch mit der Soße zu mischen. Das war es auch schon. Unser Chicken Teriyaki hier im Tefal Opti-Grill ist fertig. Und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. So, ihr seht es, mein Chicken Teriyaki ist fertig im Opti-Grill in der Snacking und Baking. Und ich habe eben schon mal probiert. Super, super lecker. Ein bisschen spicy. Wenn ihr es nicht so spicy mögt, dann bitte weniger Chili nehmen. Ich habe jetzt hier einen ganzen Teelöffel drin. Das ist schon relativ viel. Also wenn ihr es nicht so spicy mögt, dann nehmt auf jeden Fall weniger. Aber für mich ist es perfekt und es ist wirklich super lecker geworden. Ne, genau die richtige Konsistenz, der richtige Geschmack. Sehr lecker. Frisch, Ingwer, zitronig, scharf nach Chili, aber eben auch nach Soja und der frische Orangengeschmack. Sensationell. Also ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.